Und damit herzlich willkommen im nächsten Part zu Assassin's Creed Origins mit Eternal Call. Hier mit Bald und Senu, sein gefiederten Freund. Wir haben im letzten Part das erste Grabmal erfolgreich gesäubert und nun geht es natürlich weiter. Was haben wir denn hier im Umkreis? Da können wir noch nicht hin. Da haben wir schon alles. Die Schnellreise haben wir, das haben wir. Da dürfen wir noch nicht hin. Da oben gibt es noch was. Da gibt es was. Da unten auch noch eine kleine Aufgabe. Bikes versprechen. Dann können wir natürlich noch hier unten die Wüste erkunden und auch was Wunderschönes erleben. Das werde ich euch aber dann wahrscheinlich erst im nächsten Part zeigen können. Eins sei vorher gesagt. Es sei nicht gefallen. Aber wir machen apart diese Mission des Fahrzeugs hier hinten. Das müsste auch von den Quests her. Nee. Müsste das oder das sein? Ich wüsste auch nicht. Könnte so beides sein. So, wir haben auch einen neuen Bogen bekommen. Haben wir auch noch zu verweisen eine neue Waffe, die besser ist. Nein. Ein Schild, der besser ist. Oh. Ägäischer Prinz. Nehmen wir mal. Kann ja nicht schaden. Oh, liegt so beides in derselben Richtung. Klettern. Was ist daneben geschossen? Danke, Senno. So, da lang. Nehmen wir zuerst das Fahrzeug. Oder? Nee, wir retten die Bauern. Ich weiß gerade nicht, was das Fahrzeug noch war. Die Basis hier, oder? Ein solider Brustschutz. Das wird helfen. Ja, doch, das ist Frage, das ist mehr, meine Familie braucht mich. Okay.
Entweder das Amu. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Lasst mich wenigstens mit. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Bayek, bist du das? Hol mich heraus. Warte. Bayek, wo willst du hin? Bayek, bist du das? Hol mich heraus. Sie haben vier andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Nee, nicht hier. Sakramente. Drüben ist noch was. Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig den Tempel besuchen. Ich will sie alle befragen. Natürlich, mein Herr. Würde ich euch die Schädel einschlagen. Ist da jemand? Seid verflucht! Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Ah. Ah.
Amun. Okay. Bis halt. Holt mich hier raus! Ist da jemand? Seid verflucht! Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Unter Amun wurde die Macht der Götter in Stein eingelagert. Die Schnitz von großen Händen, den ersten Göttern und den letzten Göttern. Er, der dieses gefangene Feuer in den Händen hält, kann die Seele tausende ernten. Die, die vor uns kamen, gaben uns diese Steine. Gaben uns das perfekte Licht, gebunden in Ewigkeit. Nut und Geb sind in dieser Kammer vermählt. Alle Bestien beugen sich. Alle sind Sklaven im Schoß dieser Schöpfung. Der alle Schöpfende, alles Wissen erlebt in diesen Dingen. Da sind sie auch ein paar mehr. Er ist tot, mein Herr. Findet mehr, Priester. Tod bestätigen. Das wollen wir noch nicht machen. Da müssen wir jetzt merken, wo das jetzt ist. Jetzt mal. Ja. Ja, scheiße. Den hauen wir ein bisschen zu früh ab, wie die Jungs. Thank you.
Läuft aber heute nicht so wie geplant. Soldaten sind überall. Ich bin am Verdursten. Bitte. Bayek, was hast du hier verloren? Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Dies ist eine Erinnerung an eure täglichen Pflichten im Tempel. Erstens, brecht das Siegel, das zur Statue von Amun führt. Zweitens, entzündet eine Fackel, um euch Amun zu nähern. Drittens, verbrennt Weihrauch in Amuns Nähe und sprecht ein Gebet zu ihm. Viertens, wascht die Statue des Amun. Fünftens, gebt die Statue neue Kleider und Juwelen sowie neue Opfergaben. Sechstens, wenn der Tag endet, fegt eure Fußspuren fort, wenn ihr geht, und erneuert das Siegel. Solange ihr diese Regeln befolgt, wird Amun nicht verärgert. Die Götter seien mit euch. Priester Deje Dio Funk. So viel zu tun, ob ich nachher noch die Stelle finde, wo ich den Tod bestätigen muss. Uns doch nicht einfach so einsperren. Ein heiliger Ort, der Termun. Bayek, bist du es wirklich? Ganz ruhig. Ich hole euch hier raus. Bayek! Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Bei Amuns Gnade. Das waren alle. Das waren alle, so dann muss ich jetzt die Leiche umfinden. Ich glaube, die war hier hinter der Mauer, oder? Jawohl. Thank you.
bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaften. Tugendhaften? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Oh! So knapp. Hey, nochmal. Ist gut. Ey. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und es 16? Ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß, mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Senu, komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzira sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst.
Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Ja, meine lieben Freunde, wie ihr seht, wir haben eine Rückblende. Ein Jahr zuvor war Hild und sein Sohn auf der Jagd. Der ein wenig ein kleiner Schiss aus. Nebenbei nehmen wir natürlich noch so viele Tiere mit, wie wir wollen, wie wir können. Und die Folge könnte eventuell so ein wenig länger werden als geplant. Aber es soll nicht das Problem sein. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helf mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Das traut weh. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Bayek in Gefangenschaft. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Bayek! Ich hab gedacht, sie wollten ihm nur eine Frage stellen. Was habe ich getan? Schweig!
komm ja schon. Kann ich schneller laufen. Bin gefesselt. Niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will nur Zeit gewinnen? Ja. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort! Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo, Vater von niemandem! Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria.
Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Oh.